Noch ist es nur Singleplayer. Also ich weiß nicht, ob die jemals einen Multiplayer reinmachen. Cool wäre es. Zurzeit ist es auf jeden Fall Singleplayer. Leider. Es würde sich aber für einen Multiplayer anbieten. Wie gesagt, ist aber halt doch im Early Access. Nächstes Jahr soll das Spiel kostenlos rauskommen. Also vorbestellen konntest du es dir halt jetzt, wenn du es unbedingt spielen wolltest. Und ich konnte halt auch echt nicht mehr warten, weil ich hätte mir in den Popo gebissen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und ja. Deswegen habe ich es mir direkt vorbestellt. Und ich liebe das Spiel. Vor allem, du kannst aber auch richtig gut abschalten. Man merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht. Das denke ich mir nämlich auch gerade, wenn ich so auf die Uhr gucke, dass es schon 18:30 ist und eigentlich. Man hat eigentlich nicht großartig viel geschafft und trotzdem ist die Zeit halt mega schön umgegangen. Und man kann ja auch. Ich könnte mich jetzt auch männlich machen. Das ginge auch. Ich könnte ja halt immer noch meine Körperform ändern. Also alles Mögliche. Hier ist vieles, vieles, vieles möglich. Ja, die Samtpfoten schnurren. Hey, Scar, du hast geschnurrt. Also, ja, und du hast halt zig Möglichkeiten. Du kannst halt auch jederzeit deine Truhen erweitern, deine Sammlung an Truhen. Es ist schon. Du kannst auch kochen. Man kann auch kochen. Frauen sind schöner. Es gibt auch schöne Männer. So, hier kann man dann zum Beispiel kochen. Du kannst jetzt Kürbisse sammeln. Die geben übrigens gut Geld. Hier zig verschiedene Sachen. Obst, Weizen, Reis. Fisch kannst du fangen. Also kannst dir hier sämtliche Gerichte raussuchen. Von Austerplatten, Cracker, Cremesuppen. Gegrillte Gemüseplatte, Meeresfrüchteplatte, Käseplatte, Kürbisbällchen, Pommes, Tomatensuppe. Dann gibt es ja auch noch zig Arten von Pizzen. Die wichtigste Frage für mich ist, kann man angeln? Ja. Du kannst so viel angeln. Ich bin jetzt kein Fan vom Angeln. Ich verfluche es, aber man kann angeln. Ich kann es gleich auch nochmal zeigen. Man kann hier jetzt zum Beispiel, das mache ich jetzt einfach mal. Ich spüre das jetzt mal auf. Ah, und habe keinen Inventarplatz, das ist noch besser. Hier die Pflanze kann ich einmal ablegen. Und jetzt habe ich da ein bisschen was gekocht. Kannst du dann auch wunderbar essen, kriegst du mehr Energie von. Angeln ist das Entspannendste und eine meiner Lieblingsbeschäftigungen hier im Spiel, wo das möglich ist. Also entspannend ist es, aber ich hasse halt einfach Angeln. Hier kann man sich die Gerichte zum Beispiel nochmal besser angucken. Also Champignon-Pizza, Bratfisch mit Pommes, Fischbrötchen. Das hier sind Sachen, die habe ich noch nicht gekocht. Da muss ich noch gucken, was dazu gehört. Bei manchen kann man es halt wunderbar vom Bild ableiten. Oder halt von dem, was da steht. Bei manchen ist es ein bisschen schwieriger. Hier nochmal zig verschiedene Arten Pizza. Ratatouille, Spaghetti, Süßkram, Apfelkuchen, Blaubeerkuchen, Geburtstagskuchen, Karamelläpfel, Eis. Also, es gibt viele Möglichkeiten. So. Also man kann, wie gesagt, auch seine, oder man muss seine Sachen auch gießen. Man hat halt so eine Gießkanne. Du kannst Löcher graben. Du kannst angeln. Hier ist jetzt übrigens meine Ernte fertig. Meine Raps und meine Zwiebeln. Du kannst Steine abpacken oder halt diese Muscheln. Wenn ich jetzt kein volles Inventar hätte. Also das sind die prickelnden Bonbons. Ich brauche mal hier die Garnele. Ich esse jetzt einfach die Garnele. So, und jetzt kann man hier hinstellen. Das Ding da rein. Muss dann
Aber hier, wenn es in der Nähe vom Kreis ist, ein paar Mal drücken, jetzt einmal verkackt wie ich. Passiert mir öfter, bin zu ungeduldig. Und dann kriegt man da seinen Fisch raus. Zurzeit müsste ich eigentlich Hering fangen, aber ich bin faul. Bin gerade am ernsthaft am überlegen, es jetzt zu holen. Gerade kostet es, ich meine 29,99. Aber nächstes Jahr, wie gesagt, ist es kostenlos. Also wenn man warten kann, wartet bis nächstes Jahr, weil dann kommt es definitiv kostenlos raus. Wenn ihr euch nicht gedulden könnt, dann könnt ihr es euch jetzt schon holen. Aber die Standardversion kostet 29,99. Und ja, und bei den anderen Versionen oder ne, Ausgaben, man muss es nicht. Du kriegst alles, was in den Bonus-Dingern angegeben ist, kriegst du später durchs Spiel auch. Also du musst nicht unbedingt die 70-Euro-Version holen, nur weil du, ich weiß nicht, ich glaube, da ist ein PC bei. Nur weil du den unbedingt haben willst, den kannst du dir später durchs Spiel holen. Weil ich habe jetzt, hier gab es glaube ich nicht mit drin. Das hier war auf jeden Fall in der 30er, in der normalen Version. Und hier, den hier zum Beispiel. Diese Sachen, die hätte man glaube ich durch die 50 oder die 70 Euro Variante gekriegt. Das kriegst du auch so. Also das ist nicht unbedingt relevant. Also da reicht die für 30. Wenn man es halt wirklich machen möchte. Ansonsten, das Spiel gibt es auch im Xbox Game Pass. Also wenn man das den Game Pass hat, kann man sich das auch da holen. Wäre auch eine Möglichkeit. Wäre nochmal die etwas günstigere Variante. Aber wie gesagt, das Spiel ist halt echt entspannt, kann man gut bei abschalten. Und es bietet halt wirklich sehr, sehr viel. Multiplayer verbaut wäre. Wie gesagt, ich weiß es nicht, bisher ist noch nichts angekündigt. Könnte aber gut sein, dass was kommt. Wie gesagt, es bietet sich halt eigentlich ideal an. Das Spiel ist eigentlich super dafür ausgelegt. Aber mal gucken. Wäre halt auch cool, wenn man sich halt so gegenseitig besuchen könnte und so, aber das sehen wir dann. Es ist ja noch ein paar Monate bis zum Release. Mal gucken, was sich da noch so alles tut. So, ein paar Fische kann ich auch mal verkaufen. Den Hering nicht. Kabeljau. Kabeljau kann ich, glaube ich, auch verkaufen. Wie gesagt, nächstes Jahr dann halt kostenlos und dann mal schauen. Durch das gestrige Update kam, wie gesagt, Scar dazu. Und bald dann halt auch der erste Toy Story Charakter. Man könnte jetzt halt auch, muss ich ja mal gucken. Hier kann man zum Beispiel in die Königreiche reisen. Ich könnte jetzt zum Beispiel einen kleinen Ausschnitt von Frozen reisen, einen kleinen Ausschnitt von Wall-E. Bei Ratatouille sieht es zum Beispiel so aus. Das sind halt so kleine Gebiete, die man sich so freischalten kann. Questet man mit dem Charakter ein bisschen durch. Hier musste man halt zum Beispiel relativ viel kochen. Weil, ja, Remi halt. Und ja, ist ganz cool. Kriegt man halt auch immer ein paar Sachen raus. Weil ich es aus Erfahrung weiß, viele Spiele kommen immer erst in Singleplayer-Modus, wenn sich die Möglichkeit ergibt und die Community es sich wünscht, mit den 8 von 10 Spielen der Multiplayer nachgeliefert. Ja, also ich glaube, hier schreien schon viele danach. Könnt ihr mir vorstellen. Also Iron und ich zum Beispiel auch saßen gestern im Voice und sie ist ja verrückt nach dem Spiel, ich bin verrückt nach dem Spiel. Oder nur so, ja, Multiplayer wäre ja jetzt geil, dann könnte man halt tauschen und so. Ich so, ja, das wäre voll geil. Also, mal gucken. Ich wollte eigentlich die Sachen weitermachen, ne? Oh, ich könnte... Ja, ich könnte den hier doch zum Beispiel mal einpacken.
Und hier. Ah ne, kann ich hier leider nicht hinpacken. Wäre aber cool gewesen. Okay. Dann keine Kaufzeile. Da hatte ich nämlich gerade überlegt, ob man da vielleicht so eine Einkaufszeile hinmachen kann. Aber geht leider nicht. Ja gut, wäre auch zu einfach. Hättest du sich ja erst vor einer Stunde nochmal Game Pass für 1 € im Monat geholt. Also kann ich jetzt schon mal antesten. Das kannst du, ja. Wie gesagt, im Game Pass ist es drin. Kannst du wunderbar anspielen. Wie gesagt, ich wollte mir halt auch wegen dem Pet holen. Weil ich bin ja jemand, wenn etwas niedlich, süß und knuffig ist, ich muss es haben. Das ist ein ganz großes Problem von mir. Aber ja. Mehr hätte ich aber auch nicht ausgegeben als die 29 €. Muss ich auch zugeben. Das andere, ich habe mich halt vorher erkundigt, ob es hier Sachen auch danach noch erhältlich gibt. Gibt es? Also, ja. Nee. Da reicht mir das so. Da brauche ich nicht. Oder ziehe ich andere Versionen. Nur um an die Sachen frühzeitig ranzukommen. Man kann sich auch noch viele Sachen herstellen, tatsächlich. Ah, da unten stehe ich. Das ist gut. Und zwar an der Werkbank zum Beispiel kann man sich halt einmal die Materialien herstellen. Sachen wie zum Beispiel Herde und sowas. Wenn man halt ein rosa Herd haben will, kann man sich ein rosa Herd herstellen. Dann halt, du kannst dir die Währung quasi herstellen für die Gebiete, um die freizuschalten. Rate ich aber von ab, du kriegst mehr als genug, wenn du dann Aufgaben machst. Und hier halt ganz Tische herstellen, Heuballen, Lichter, Laternen, Schneemänner. Dieses Halloween-Kram ist jetzt dazugekommen und Herbstkranz. Verkaufsstand kann man sich herstellen. Und das meiste schaltet man halt frei, wenn man ja Sachen findet, Quests erledigt und so weiter und so fort. Hier halt auch ganz viele Lampen. Ich habe halt nur sehr viel gerade verbraucht. Du kannst hier sogar einen Swimmingpool da hoch herstellen. Rathausuhr, einen Zen-Garten, hier so Luftballon-Dinger. Müsste ich eigentlich auch mal machen, aber dazu müsste ich Blumen sammeln. Ein DJ-Pult. Also es gibt relativ viel. Und hier ist halt das ganze Herbstkram jetzt dazugekommen. Mega cool. Und dann kannst du dir halt auch die Wege machen. Zäune. Also eigentlich alles, was das Herz irgendwie irgendwo begehrt. Ich wollte mir eigentlich Steine herstellen. Nee. Nee. Flammiger Pfad brauche ich eigentlich nicht. Okay. Dann warte ich mit den Wegen. Ich brauche mehr Stein. So. Sehr interessant und gut. Ich muss eben kurz ein paar Monitore umstöpseln. Und kurz im Lurk. Alles klar, Nanaki. Denn viel Spaß im Lurk. So. Einmal hier die Wege lang machen. So runde Wege wären halt auch ganz cool, aber... wäre ja zu schön. Geht leider nur eckig. So.
Mal gucken, wie ich das dann mache. So. Und darunter. Ich könnte jetzt rein theoretisch die ganze Zeit hier mit den Dingern arbeiten. Passen dann noch die Steinchen dahin? Nee. Aber hier passen sie noch hin. Das ist gut. Dann kommen sie nicht überall hin, sondern nur an manchen Orten. Nee, das nicht. Oh, Hundi schläft tief und fest. Ich glaube, Hundi will heute nicht mehr raus. Aber Hundi muss heute noch mal raus. So. Das ist nur die Frage, was ich da noch hinpacke. Hier habe ich auf jeden Fall noch was hier. Dann wäre das einmal zu. Ja. Es kommt da einmal hin. Und Gott, das ist verdammt riesig. Etwas zu riesig. Epiger Baum. Karger Baum. Ich würde es manchmal so ein bisschen schräger gern hinlegen. Das geht ja nicht. Geht ja leider nicht. So, okay. Ja, gibt's nicht. So etwas dichtere Gebüsche am Boden wären halt ganz schön. Nicht immer nur die gleichen. So, jetzt wieder ein bisschen niedriger. Jetzt kommen die Gebüsche. Das ist auch alles in diesem Kästchenformat. So. Nee. Das ist Schilf. Das kann ich nur beim Wasser. Okay. Alles nicht so. Einfach.
Ja, Handy, was willst du von mir? So. Achso. Jetzt. Ja, und das hier hat dann leider keinen Platz mehr, aber ist auch halb so wild. Ich würde das gerne einfach ein bisschen dicht an dicht machen. Das geht leider nicht. Lustig wird es dann, wenn ich da überall die Stöcker rausholen will. Jetzt gucke ich mir das einmal alles aus der Nähe an. Hier sieht das halt gar nicht mehr so verkehrt aus, aber irgendwie. Da weiß ich es immer noch nicht. Triska, was machst du dahinter? Es sieht schon schön aus. Bis hierhin komme ich auf jeden Fall dahinter. Wenn ich jetzt. Achso. Oh, ich hatte einen neuen Fisch gefangen. Okay. Wenn ich jetzt hier hinter. Ein Spalier setze. Sag jetzt einfach mal hier. Oh ja. Mach ich da Spalier? Vielleicht auch hier auf der Seite. Ich will halt von hier hinten die Apfelbäume eigentlich nicht wegnehmen. Ich habe ja hier noch Apfelbäumchen. Gab es hier hinten nicht auch Apfelbäume? Da. Entführe dich mal, mein geliebter Apfelbaum. Apfelbaum. Jetzt ist die Frage, gibt es da hinten noch mehr Apfelbäume? Gibt auf jeden Fall diese komischen Sträucher. Da ist noch ein Apfelbaum. Ach, wegen dem da, okay. Huch, nein. Ah, nee, doch, war richtig. So. Oder ich mache da noch ein. So. Dann kommt da einfach noch ein Baum zwischen. Sein, ich finde noch einen Apfelbaum. Ich aber gerade nicht glaube. So viele gab es hier hinten nicht. Nee.
Die Kirschbombe möchte ich da nicht unbedingt hinmachen. Da müsste ich direkt dahin. Ach, sehr schön. Ja, dann lasse ich die Bäumchen da so. Ich nehme mal die Bank hier mit. Denn die könnte... Das war halt eigentlich genau. Dann schiebe ich hier einfach ein bisschen. Mach da den Weg. Na, geht gerade nicht. So. Nee, war ich so. Wunderbar. Dann da halt das Spalier hin. Hier kann ich den Weg noch mal ein bisschen anders machen. Und eventuell hier dann... Ich weiß, ich gehe hier die ganze Zeit rein und raus. Was denn? So. Nee. Nee. Okay, das passt nicht. Okay, das dahin. Beleuchtung. Frisches! Na, zurück vom Einkaufen. So. Wunderbar.